Wer morgens dreimal schmunzelt, mittags nicht die Stirne runzelt, abends singt, dass alles schallt, der wird 100 Jahre alt. Volksreim. Sie war eine Jahrhundertschauspielerin aus München und eine Virtuosin der kleinen Gesten. Dass die Giese überhaupt Schauspielerin werden konnte, war dabei anfangs alles andere als wahrscheinlich. Ihr Typ schien nicht gefragt. Es war wirklich immer, dass sogar wohlmeinende Leute und die sich gedacht haben, dass ich vielleicht schon da was habe dafür, aber dass ich eben zu dick war. Nicht und so, und da habe ich gesagt, na, das ist mir ganz wurscht. Schon der erste Lehrer erkennt ihr Talent. Bald folgen Engagements an den besten Häusern. Falkenberg, Kortner, Brecht, Dürrenmatt. Es waren die besten Theatermacher, die sie holten. Und immer spielte sie die Rolle einer Mutter. Sie selbst hatte nie eine Familie. Wer niedergeschlagen ist, erhebe sich. Wer verloren ist, kämpfe. Wer seine Lage erkannt hat, wie soll der aufzuhalten sein? Der alleinige Mensch, ja, das sagt sie sehr häufig. Und ich glaube, da hat sie sich sehr richtig charakterisiert. Natürlich war sie allein. Aber nicht in dem Sinne, dass sie da nun jetzt mit den Nerven fertig war oder depressiv oder so. Sie war allein. Sie war allein mit ihrer großen Begabung. Erika Mann war jahrelang ihre Geliebte. Und gemeinsam mit deren Bruder Klaus machten sie Kabarett gegen Hitler. Therese Giese war Jüdin. 1933 flieht sie in die Schweiz. Der britische Pass, für den sie den Autoren Hamson Simpson heiratet, rettet ihr Leben. Ihren trockenen, lakonischen Humor aber bewahrt sich Therese Giese. So, Licht und Beheizung sind frei? Ja, und der Toni hat seinen Bretterverschlag, den kennt er ja auch schon. Ja, sie Bretterverschlag, sie weiß meine Gänger mit ihrem Bretterverschlag, mit ihrem notigen. Mein Toni hat sein Körberl und sein Kisserl. Aber Frau Körberl. Bertolt Brecht, der junge, schnöselige Erfolgsautor der Drei-Groschen-Oper, macht auf die Giese erstmal wenig Eindruck. Die erste Begegnung bezeichnet sie als verwaschen. Später wird sie die Mutter Courage, die Rolle ihres Lebens. Da war ich also in dem Stück und wir haben uns ungeheuer gut verstanden. Nicht? Er war, ist ja ein Regisseur, mit dem man herrlich arbeiten konnte. Also das ist wie ein Tennisball hin und her gegangen. Nicht? Das ist kein Regisseur, der aufpfropft. Der horcht auch, nicht? Und so. So. Und da hat er dann auch dieses Stück, dieses Gedicht gebracht, nicht wahr? Eines Morgens kam die Heli, seine Frau, die Heli Weigel, zu mir und sagt, du, ich muss dich warnen, du hast einen Verehrer, den Herrn Brecht, aber du musst furchtbar lernen, heute bringt er schon ein Gedicht. Die Freundschaft mit Brecht und der Weigel bleibt bestehen bis zum Ende. Brecht nennt die Giese nach ihrer gemeinsamen Courage die größte europäische Schauspielerin. Was machen Sie mit dem Mädel? Wieso? Sie können doch nicht jemanden verhaften, der nichts getan hat. Wir müssen Sie mir da nicht einfahren. Bis heim. Hallo? Warum verhaften Sie dieses Fräulein? Bei uns wird niemand verhaftet. Das ist nur eine Ausweiskontrolle. Das Fräulein hat hier demonstriert, hat die Abbrucharbeiten behindert und außerdem hat sie keinen festen Wohnsitz. Und das überprüfen wir jetzt. Und jetzt geht's heim, gute Frau. Den Frau Heisler, jetzt, hallo. Jetzt gehen wir. Da Hallo. Haben Sie meine Kindkarte. Und das Fräulein wohnt bei mir. Bei ihr genügte ein Blick, um mehr auszudrücken als mit 1000 Worten. Herr, nicht denn an euch, durch mich, ich aber übernehme seine Macht. Ich fürchte mich nicht. Prägend war sie auch für Friedrich Dürrenmatt, der ihr die Rollen in Die Physiker und Der Besuch der alten Dame auf den Leib schreibt. Als er noch unbekannt ist, ist sie bei seinen Stücken dabei. Sie sagte mal, ich habe noch nie mit einem Menschen so gelacht wie mit Dürrenmatt. Und die sind immer essen gegangen, beide schwer, diabeteskrank, also das muss man auch sagen, auch der Dürrenmatt. Aber das hat sie keineswegs gehindert, wie die Wahnsinnigen zu essen. Essen war wahnsinnig wichtig.
Die Tagebücher der Therese Gift, wie die Giese eigentlich hieß, hat nun die Autorin Renate Schmidt für eine neue Biografie genutzt. Bemerkenswert dabei ist das, was fehlt. Mit dem Rausreißen der Tagebuchseiten, das hat mich sehr berührt. Das ist immer dann, wenn die Mutter gestorben ist, wenn die Flucht aus München war oder so Dinge, die sie wirklich ganz tief berührt haben. Tief zu berühren, das vermochte die Giese. Mit 76 Jahren verstarb sie, noch voller Pläne. Und wie ist sonst so das Viertel? Ja, mein, sehr sauber. Und schön. Schön ist auch. Zuerst habe ich mich gar nicht auskennt, weil alles so gleich ausschaut. Aber schön ist schon. Ja. Ja. Das ist sehr schön.